Ich bin Hildegard Äppli und stehe hier in St. Gallen vor der Kirche St. Mangen. An diesem Platz hier hat im frühen Mittelalter eine außergewöhnliche Frau gelebt, die heilige Viborada. Die Geschichte von dieser außergewöhnlichen Frau ist hier in St. Gallen wie versandet, vergessen, nicht präsent auf jeden Fall. Und wir haben gedacht, im Jahr von 50 Jahren Frauenstimmrecht möchten wir auch der Viborada, dem Schatz, wo sie gelebt hat, da wieder Leben einhauchen. Jetzt stehe ich hier vor der Nordecke der Kirche St. Mangen und an diesem Platz hier hat die Viborada, die Heilige, 10 Jahre lang eingemauert gelebt. Sie war Ratgeberin für die Stadt, hat die Stadt auch bewahrt vor dem Ungarn-Einfall. Da werden wir in den nächsten 2 Wochen eine Zelle herbauen, wo sich dann zwischen April und Juli 10 Freiwillige werden einschliessen lassen, um dieser Erfahrung von der Viborada sich auszusetzen und auch sich anzunähern. Und wir haben gedacht, gerade in dem Jahr, wo Menschen durch die Corona-Pandemie so schwierige Erfahrungen auch machen mit unfreiwilliger Isolation, möchten wir schauen, was für eine Kraft uns da auch für das von der Viborada entgegenkommt.